Sie erlauben, komme ich zu Ihnen herunter. Ich suche mir drei sympathische Herren aus. Die Herren müssen mich fesseln. Das heißt, die Herren müssen mir meine Daumen zusammenbinden. Sympathisch sind die Herrschaften alle. Ich glaube, heute ist hier die halbe Prominenz aus der Bundesrepublik vertreten. Draußen stehen so viele Fahrräder. Ja, ich komme zu Ihnen. Wo fangen wir an und wo hören wir auf? Alles sehr sympathisch, alles sehr nett. Dieser Herr sieht sehr sympathisch. Darf ich Sie belästigen? Nur als Zauberkünstler, sonst bin ich ganz normal. Sind Sie auch stark gebaut, ja? Sind Sie kräftig gebaut? Oh ja, gut, bitte sehr. Vielleicht einen kleinen Applaus, dann hat der Herr große Courage. Vielen Dank. Auch netter Herr. Würden Sie auch mitmachen? Darf ich Sie auch bitten? Welche Frau ist es genehmigt? Ja, danke sehr. Sie ist stark gebaut, ja? Da auch eine starke Brieftasche mitgebracht. Ich dachte nur, so, gehen Sie ruhig rauf. Oh, er macht schon Inventur. Da ist er doch geil, ja. So, dann sehen wir noch den dritten Herrn an und dann sind wir schon eigentlich komplett. Vielleicht noch diesen jungen Mann oder dieser. Oder kommen Sie auch mit, ja? Ich hoffe, Sie haben auch was da drin. Auch nichts mehr drin. Nicht mehr alles weggeräumt. Und die Krawatte ist noch da. Ist nicht so schlimm, ne? Kommen Sie ruhig bis da rauf. So, das ist aber nett von Ihnen. So, das ist gut. Sicher ist sicher. Naja. So, drei Herren sind da. Das ist sehr nett von Ihnen, dass ich Sie gleich... Wie ist Ihr Name, Herr? Viertan. Mal nachgucken im Ausweis. Stimmt genau. Ja, gut. Wollte ich nur feststellen. Ja, danke sehr. Ja, das ist gut. Naja, ich habe Sie geholt. Entschuldigung. Ach, er reicht Daniel. Oh, besser. Ja, entschuldigung. Er hat dann alles ausgeräumt. Hier ist nichts mehr da. Die Krawatte ist da. Die geht nicht ab. Zu festgemacht, ne? Zu schade. Für teure Krawatte. Reine Seide, was? Alles echt. Jawohl. Fein, prima. Was haben Sie in der linken Tasche? Haben Sie da auch was? Trinken Sie mal in die linke Tasche. Da haben Sie da vielleicht was. Die linke Tasche. Ach, ne. Krawatte ist verrutscht. Bisschen hochziehen. Ja, die ist da. Entschuldigung. Auch nicht böse sein, ne? So, Ihre Brieftasche ist auch noch da. Lohnt sich noch? Oh, der hat auch eine Tüte. Hab ich gar nicht gesehen. Da ist es schon eher gelohnt, was? Lassen wir lieber drin. So, was reingeht. Immer aufpassen, schön auf die Brieftasche. Das ist sehr wichtig. Und auf die Krawatte. Das ist auch immer gut. So, also drei Herren habe ich hier geholt. Da ist nichts mehr. Nein, bei ist auch nichts mehr. Die linke Seite, ist die Brieftasche noch da? Haben Sie festgemacht? Da müssen wir aufpassen. Die geht nur so schlecht rum. Die Krawatte müssen Sie allerdings aufpassen. Und auf die linke Seite haben Sie auch was drin. Linke Seite ist auch nicht mehr drin, müssen Sie aufpassen. Die Krawatte, die geht so schlecht. Ja, die ganz fest. Ich weiß schon, wo Sie Ihr Geld haben. Hinten haben Sie es versteckt. Links oder rechts? Auch nicht. Ich will auf die Krawatte aufpassen. Die ist so schwierig. So, also ich habe. Sind Sie noch da? Haben Sie die Brieftasche noch? Alles klar, Zigaretten auch noch? Ja? Hose rutscht ein bisschen. Aber nicht böse Sache. Schön. Sind wir nicht böse, nein? Ich freue mich, dass Sie Spaß verstehen. Ich freue mich, dass Sie Spaß. Ich wollte Sie nicht beklauen, meine Herren. Das war ein kleiner Scherz nebenbei. Ich habe Sie geholt. Sie sollen mich fesseln. Es wird nicht mehr geklaut. Es wird gezaubert. Sie bekommen erst einmal jeder einen Ring von meiner Assistentin. Soraya, wo bist du? Ah, da kommt sie schon. Ja, so. Sie bekommen jeder einen Ring. Sie hat übrigens Geburtstag heute. Sehr. Freut mich. Sie freut sich. Ist sie weg, ja? 28 Jahre ist sie geworden. Immer charmant. Ja. Meine Herren, haben Sie inzwischen hier ein Loch festgestellt bei diesem Ring? Ein Loch, outside. In der Mitte hat jeder ein Loch, jeder Ring hat ein Loch, ja. Sind Sie stark? Machen Sie Sport? So ein bisschen, ja? Leichte Athletik? Lotto, Toto? Ja. Bitte sehr. Sie auch, ja? Schwere Athletik? 17:04. Bitte sehr. Gestatten Sie mir den Ring? Ich will auch schon. Der dritte Herr muss die Ringe ein bisschen halten, ja? Sie spielen auch Karten, ja? Nein? Und von was leben Sie? Also, Entschuldigung. Ja. So, meine Herren, ich habe zwei Daumen hier, Sie können die kontrollieren. Nicht beißen, nur anfassen, ganz normal, ja? Schön. Gib's übers Kreuz, binden Sie mir doch von unten nach oben die Daumen zusammen auf einen Knoten, mit Ihrer Schnur. Machen Sie einen Knoten, halten Sie mal einen Finger drauf, den Knoten, dann hält's besser. Nehmen Sie keine Rücksicht, Sie können sich revanchieren für die Hosenträger. Mehr, mehr, mehr. Keine Kraft, verheiratet, was? Ja, noch einen, doppelt hält besser. Zwei Knoten, ja. Jetzt hat er Kraft. Man muss ihn reizen, wie beim Skatspiel, was? Vielen Dank, danke sehr. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Danke. Wird noch schlimmer. Diese Schlinge muss ich zusammenziehen, wenn Sie mich zwischen den Daumen mit Ihrer Schnur waagerecht. Würden Sie das mal versuchen, so von hinten nach vorne? Ich möchte Sie nicht beeinflussen. Wenn Sie einen Knoten machen, ziehen Sie die erste zusammen. Machen Sie mal ruhig einen Knoten. Passt. Nee, so binden Sie ja nur einen Daumen. Sie sollen sich ruhig überzeugen. Einen Knoten. Make a knot now, Mister. Ausländer. Bottrop. Feste, feste. Mehr. So, schön zusammenziehen. Danke. Daumen auch mit. Ja, ja, jetzt hat er Kraft. Man merkt, sie hat Kraft. Vitamine, Margarine. Ja. Ist noch jung, Milupe. Halten Sie bitte den Finger drauf. Ja, oh, die Daumen sind schon blau. Und haben noch nichts getrunken. Danke sehr. Vielen Dank. Danke sehr, meine Herren. Sie werden mich laufend kontrollieren, Herr Kontrolleur, Oberkontrolleur. Der dritte Herr ist so nett und versucht mir einen Ring auf eine Hand zu geben. Kann ich Ihnen das kurz vorführen? Erlauben Sie? Kann ich einen Ring haben? Halten Sie bitte eine Hand her. Sie geben diesen Ring mir so auf eine Hand. Versuchen Sie es mir auch mal. Mir. Sie mir. Geben Sie mir einen Ring auf ein... Geht das da rein? Zwischendurch? Geht nicht. Wir lassen uns das zuwerfen. Das macht mein Geburtstagskind.
Habe ich schon gesagt, ja, 38 Jahre ist sie geworden. Zeit vergeht, was, nee, Frau. Meine Herren, kommen Sie zu meiner Rechten, bitte. Sind Sie so nett? Ja, wir können hier besser, ja, Sie können mich hier besser kontrollieren. Die Herrschaften können hier besser sehen. Bevor wir anfangen, machen wir eine kleine Kontrolle. Ist alles in Ordnung, bitte sehr. Nochmal nachsehen, bitte schön. So. Ich werde nichts machen, nur fangen. Passen Sie auf. Ich fange den ersten Reifen so auf, gebe den so auf die Hand und dann, Sie müssen aufpassen jetzt. Je mehr die Herren aufpassen, desto weniger werden sie kapieren. Der nächste, ja. Auf Englisch heißt es, you must looky cookie. Der letzte. Noch einmal, bitte sehr. Schön geworfen. Elegant gefangen. War elegant? Danke sehr. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank, Herr. Einen Moment bitte. Wenn die Reifen herein sind, müssen sie wieder heraus. Das wollen wir gleich einmal versuchen. Vielleicht dieser Herr. Versuchen Sie, diesen Reifen wieder herauszubekommen. Der muss doch hier irgendwie heraus. Ich drehe die Hände rechts rum oder links, wenn Sie glauben, dass es irgendwie das beeinflusst. Geht das so? Geht's nicht? Wenn das nicht geht, halten Sie einfach ganz fest diesen Ring. Und gehen Sie mit diesem Ring mit mir zu meiner Assistentin. Ich gehe mal mit, ja? Stellen Sie etwas dahin und Sie müssen mitkommen. Sie kennen das dann besser. Entschuldigen, habe ich nicht gemerkt. Muss ich nochmal machen. Stellen Sie nochmal ein, ja? Kommen Sie einfach hier. Nur hier hinstellen, dann sehen Sie es auch nicht. Ist egal. Machen wir den dritten schnell oder langsam? Langsam, ist schöner. Ja, besser. Ja, gut. Wir machen das ganz langsam mit dem dritten Herrn. Mein Herr, sind Sie so nett. Ist der Ring in Ordnung? Die Daumen sind verschnürt. Gut. Es sollen alle gut sehen, also nicht nur das Publikum unten. Die Herren hier sind ja näher. Halten Sie bitte nicht senkrecht. Geben Sie mal waagrecht, ganz waagrecht. Ruhig halten, nur auf die Hände aufpassen. Ich mache das ganz langsam, so langsam. Also langsamer geht's nicht mehr. Einen Moment noch. Danke sehr. Danke schön. Vielen Dank, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sollen nicht glauben, dass hier eine Öffnung ist. Wir machen noch ganz schnell ein anderes Beispiel. Kann ich Ihre linke Hand haben? Geben Sie wieder zurück dann. Ja, danke sehr. Vielleicht hier. Und dieser Herr, die rechte Hand. Geben Sie ihm die Hand, halten Sie sich fest. Wir haben hier keine Öffnung. Ich versuche hier herauszukommen, ja? Wenn das klappt, vielleicht einen kleinen Dusch, das genügt. Bitte einen großen Applaus, genügt auch. Nur wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, kein Applaus. Dann kommt ein großer Dusch, wird alles verduscht, okay? Schon alles passiert. Sie haben doch gebunden, ja? Sie können noch mal nachsehen, dass Sie sehen. Oben verschnürt und unten. Ich kann es also ruhig von... Sie stehen auf meinem Fuß, können Sie mir Platz machen? Dankeschön. Jetzt kommt der Dusch. Herzlichen Dank, vielen Dank, meine Herren. Danke sehr. Ich danke Ihnen auch recht. Können Sie ein bisschen aufwinden noch? Ja, ein bisschen locker machen. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Wir machen das Aufbinden deswegen, damit die Show etwas länger dauert. Aber die Herren haben so nett mitgemacht, die bekommen auch einen Sonderapplaus. Ja, das ist sehr nett. Danke sehr. Nur ein bisschen, ja? Danke sehr, danke sehr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es war sehr nett von Ihnen. Haben Sie alles? Ja, haben Sie noch die Krawatte? Haben Sie die Brieftasche noch? Ja? Die ist leer. Das Geld habe ich. Entschuldigen Sie. Waren Sie da drin? Ja, gut. Cool.